Daniel Berntsen ist zwar Geschichtslehrer, das heißt aber nicht, dass er selbst in der Vergangenheit lebt. Im Gegenteil, mit der von ihm mitentwickelten App in die Geschichte holt er die Historie auf die Smartphone-Screens seiner Schüler. Anhand alter Fotos erleben sie, wie ihre Stadt früher einmal ausgesehen hat. Das Koblenzer Schloss zum Beispiel, heute ein Park, war früher Treffpunkt lokaler Nazi-Größen. Und im Vergleich der beiden Bilder ergeben sich dann historische Fragen. Und das ist für den Geschichtsunterricht ein ganz wichtiges Phänomen, dass die Schüler auch lernen, selber Fragen zu stellen. Und das wird damit dann angeregt. So macht die Smartphone-App Schüler zu Geschichtsforschern. Eine Besonderheit an deutschen Schulen. Denn immer noch wehren sich viele Lehrer gegen die Einflüsse digitaler Medien. Und trennen gute Medien, wie Bücher, von schlechten, wie dem Computer. Der Medienpädagoge Stefan Aufenanger unterrichtet sowohl Lehramtsstudierende als auch Lehrer und kennt diese Vorurteile nur zu gut. Einige meinen, die Medien sind quasi, um so ein Bild zu verwenden, die bösen Viren, die eindringen wollen in den Unterricht und man muss sich dagegen wehren. Und dann gibt es verschiedene Modelle, was ich dagegen tun kann. Zum Beispiel ein Handyverbot aussprechen, um diese Störungsquelle aus der Schule zu verbannen. Dass ein Handy aber mehr kann, als mit WhatsApp, Facebook und Candy Crush vom Unterricht abzulenken, davon haben viele Pädagogen gar keine Vorstellung. Das Festival Jugendhackt versammelt einmal jährlich Jugendliche aus ganz Deutschland zum gemeinsamen Programmieren. Hier wird deutlich, wie groß die digitale Lücke zwischen Schülern und Lehrern bereits geworden ist. Organisatorin Maria Reimer beklagt Lehrer, die sich der digitalen Wirklichkeit verschließen und lieber den Kopf in den Sand stecken. Also das ist so ein bisschen dieses, ich möchte das nicht hören, nicht sehen und nicht riechen und deswegen ist es nicht da oder so. Das ist natürlich Schwachsinn, weil die Jugendlichen morgens mit dem Handy in der Tasche eigentlich aus dem Haus gehen und es abends wieder in die Hand nehmen. Und so bringen sich die Schüler selbst bei, wie man sich in der digitalen Welt zurechtfindet. Das ist eigentlich wie in der Stadt. Es gibt halt auch Stadtteile, die jetzt vielleicht für Kinder nicht besonders toll sind, da durchzulaufen. Und man muss halt einfach wissen und vielleicht das Ganze umgehen oder einfach aufpassen. Um sich nicht immer weiter von der Lebenswelt der Schüler zu entfernen, müssen Lehrer eines akzeptieren: dass digitale Medien und das Internet für ihre Schüler ganz selbstverständlich zum Alltag gehören. Und natürlich ist es für Lehrer schwer, in dieser schnelllebigen Sphäre mitzuhalten. Die Probleme aber, auf die sie im Schulalltag immer wieder stoßen, sind reichlich profan. Das fängt damit an, dass man den Computerraum gebucht hat, dass man mit einer französischen Partnerklasse eine Videokonferenz machen möchte und das Internet funktioniert an dem Tag nicht. Und am Ende bleibt dann nichts anderes übrig, als den Kollegen in Frankreich anzurufen und zu sagen, tut uns leid, bei uns war gerade, wir hatten gerade ein Problem mit dem Computerraum, das ging nicht. Für viele Pädagogen frustrierend und ein Grund zu sagen, der traditionelle Unterricht ist einfach schneller und weniger störungsanfällig. Aber nicht nur bei der Technik hakt's. Auch Fortbildungskurse für Lehrer in Sachen neue Medien sind eher schlecht besucht. Warum auch, werden sich viele Lehrkräfte denken. Denn klare Vorgaben darüber, was man als Lehrer in Sachen Internet können muss, gibt es nicht. Von einem Plan, wie man diese neue Kulturtechnik in den Unterricht einbringen soll, ganz zu schweigen. Für Stefan Aufenanger sind gerade dann die Lehrer am Zug. Wenn man zu Hause zum Beispiel eine Waschmaschine hat, die 2 Jahre alt ist und bestellt einen Handwerker und der sagt, ich habe vor 10 Jahren gelernt, die Waschmaschine kenne ich nicht, kann ich nicht reparieren, wird man auch sagen, das ist unprofessionell. Und ich denke, genauso gehört es zur Professionalität des Lehrerberufs, sich mit den aktuellen Entwicklungen, vor allem in der Kinder- und Jugendkultur, auseinanderzusetzen. Schließlich soll man in der Schule ja auch fürs Leben lernen. Und zum Leben, da gehören für die Schülergeneration von heute Computer und Internet einfach dazu. Schulunterricht, der dieser Entwicklung nicht Rechnung trägt, wird es bei diesen Kindern schwer haben.